Hallo und willkommen zu einem Summoning-Video, was am besten heute noch hochgeladen werden sollte, da es zum neuen Gohan-Banner ist und ich da immer recht aktuell bleiben will, weswegen ich gerade schon wieder irgendwie 2-3 Videos nach hinten verschiebe, die schon längst hätte kommen sollen, aber ja, das Relevanteste immer zuerst. Ein etwas komisches Video von einem etwas komischen Chani, da ich ein bisschen krank bin, aber ich bin irgendwie immer krank, es ist also kackegal. Wir werden versuchen, den Legendary Rare Gohan zu bekommen, der ist nämlich summable in diesem Banner hier. Ja, aber natürlich ist... Naja, natürlich sind die Dragon Ball Dokkan Leute Typsies, nicht die Dragon Ball Dokkan Leute Typsies, wenn da nicht ein Haken bei wäre. Und zwar in diesem Banner, man sieht es schon, Gohan ist nicht an erster Stelle, was komisch ist, weil er der krasseste in diesem Banner ist, würde ich sagen. Wir haben hier die Chance, diesen cooler Goku zu bekommen vom Film. Dann, also das sind alles Rebirth-Charaktere, die ich euch jetzt zeige. Er hat einen Rebirth, Vegeta hat einen Rebirth. Dann kriegen wir halt diesen AGL Vegeta hier, den ich auf Global habe übrigens. Dann den Nova Shenlong, der auch einen Rebirth bekommen hat, das sogar recht gut ist. Könnte man fast als Gottleader sehen, nur dass er keinen Attack-Boost gibt. Dann den STR, wie nennt man den, dünnen Buu. Metallcooler, ich wusste vor kurzem noch nicht mal, dass diese Karte existiert, weil ich sie nie gesehen hatte. Kaioken Goku hat auch einen Rebirth, da freue ich mich schon drauf, den habe ich nämlich auch auf Global. Sehr geile Karte. Und inzwischen auch auf der japanischen Version. Oop, was, kurz überlegen, wie er heißt, Oop, hat auch einen Rebirth bekommen. Xeno Trunks kann man eh awaken, Majin Vegeta. Das sind jetzt halt die klassischen Dragon Karneval Charaktere oder wie man das nennen möchte. Ja, die sind alle in dem Banner und Legendary Rare Gohan versteckt sich hier drin auch, ist aber nicht aufgelistet, weil er eine unglaubliche Chance von 0,85% hat. Korrigiert mich, falls das irgendwie ein bisschen mehr oder weniger ist, aber die Chance ist unglaublich niedrig. Gohan versteckt sich hier in der Liste links, weshalb man weiß, dass er drin ist. Er wurde auch schon gesummoned. Ich kann leider kein Japanisch, das heißt, das ist auch egal, ob ich sie euch jetzt zeige, ich könnte das eh nicht vorlesen. Aber das ist das Doppel-Raids-Banner, das heißt, alle haben doppelte Raids außer Gohan und wir steigen ein und hoffen einfach mal, dass wir Gohan bekommen. Ich meine, wäre doch schon ganz sick, oder? Den Legendary Rare Gohan. Hab da schon drei... Oh, gar nichts am Anfang. Ich habe da drei SSRs hintereinander schon bekommen, also es war schon recht nett zu mir. Rainbow. Ah, Super Saiyajin leider. Schade, schade, Schokolade. Fällt gerade auf, dass der Ton ausgefallen ist. Ich glaube, den kann ich aber kurz mal... Nee, oder? Ach, kurz mal, warte. Frost. Leck mich, Spiel, leck mich. Das ist, ja, wirklich eine scheiß Karte. Aber immerhin, Baba Points. Kurzer Cut. So, es geht weiter. Das muss euch jetzt nicht kümmern, was da gerade war. So, nächster Summon. Die Raids sind halt das sind halt doppelt so krass, aber das muss gar nichts heißen. Damals auf meinem... Als das schon mal da war, so ein Banner, habe ich davon... 10 Summons gemacht und jetzt habe ich die Schiffe nicht gezählt. 10 Summons gemacht und ich hatte keinen SSR bekommen. Dafür habe ich jetzt 3 hintereinander bekommen. Das soll wahrscheinlich der Ausgleich sein. Und er geht schon wieder Super Saiyajin. Das gibt's nicht. Ah, komm schon. Einfacher, zweifacher. Oh, dreifacher vielleicht sogar. Nein, natürlich nicht. Was soll denn auch sonst sein? Und. Ach, schade. Wäre cool gewesen, hätten wir direkt mit dem SSR starten können. Aber den kann man bestimmt in den Legendary Rare Ginyu feeden. Den ich mir nicht anschaffen werde. Warum auch? Wir machen einfach ein paar Singles und dann noch Multis. Ich würde sagen, wir machen jetzt schon den ersten Multi, komm. Die zwei Singles waren jetzt nicht so berauschend. Wir hoffen einfach auf ein Multi-Summon und dann gleich 6 Gohans hintereinander natürlich. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Schiffe. Kein Instant Saiyan. Kein Rainbow. Schade, Baseform hätte den Ballgeist gehießen. Ich hoffe, es ist trotzdem SSR. Zweifacher. Natürlich kein Dreifacher. Wann habe ich zuletzt den Dreifachen gesehen, Alter? Ist ewig her. Oh! Up, ja. Schön gefreut und dann gesehen, dass es Up ist. Er hat einen Rebirth, er ist recht gut. Mit dem Rebirth erst, so ist er scheiße. Naja, SSR. Erster Summon direkt. Chaozu. Ja, ich kann Chaozu sowas von nicht leiden. Irgendwann gibt es ein TOR Chaozu, ich sehe es kommen. LOL! Der ist einfach besser als Up und da ist der Scouter nicht explodiert. Okay. Nuka Vegeta hat einen Dokkan Awakening. Wenn ich, ja, hat er. Ist doch ziemlich nice. Das ist Sabon? Das ist Sabon. Nice. Ja. Irgendwann kriegt ihr wahrscheinlich auch ein Dokkan Awakening. So wie diese Baba Points Charaktere für 30.000. Dann gibt es den UR. Raditz? Raditz. Ist auch eine Karte, die ich so gut wie nie sehe im Spiel. Beerus. Der Dokkan Awake Battery. Beerus, immerhin. Gibt er nur den zusammen. Ich dachte kurz, das ist der SSR, aber der hat ja eine ganz andere Pose. Der ist ganz gut fürs Gohan, wenn es vielleicht immer keine Boost hat. Und C19 war das. C19, der Fettsack. Ja, auch eine ziemlich unnötige Karte. Und noch ein Up. Nice. Direkt mal die Super Attack leveln. Obwohl, der ist eigentlich ganz gut. Der regeneriert HP. Den hatte ich früher in meinem Team. Der hatte ich früher in meinem Team, als ich noch keine SSRs hatte, so viele. Eigentlich ganz nice Karte.
Die ist von Bojack, glaube ich. Ja, die ist von Bojack. Ich weiß gar nicht, dass es die in SR gibt. War es das schon? Das war's. Oh. Zwei SSRs. Kann ich nicht meckern, auch wenn kein Gohan dabei ist. Naja. Es ist Uub. Früher stark gehasst, inzwischen durch das Rebirth akzeptiert worden. Satan links. Rainbow. Super Saiyan. Fuck, Alter. Aber trotzdem. Es sind doppelte Raids. Komm schon. Ach, zweifacher nur. Vielleicht ist ja trotzdem SSR drin. Oh, 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 oh. What the fuck? Die Karte sagt mir so gar nichts. Also, ja, ich habe sie schon mal gesehen, aber... Ich habe sie noch nie gesammelt. Ich habe sie noch nie in einem Sammeln-Video gesehen. Wie selten ist die denn bitte? Also nicht besonders selten, aber... Die wird nicht sehr oft gesammelt, glaube ich. Nice, aber es ist ein SSR in einem Single-Summon. Ich darf mich nicht beschweren. Sie hat sogar ein ziemlich geiles Art. Ja, ist nice. Satan rechts. Oh, oh. Naja, mal sehen. Instant Saiyan. Kein Rainbow. Ich finde Instant Saiyan ohne Rainbow sogar besser. Zweifacher kommt. Ihr habt Zweifacher. Und... Ey, er war so lange Zweifacher. Ich könnte schwören, er geht zum Dreifachen. Irgendwie ist das gerade extrem langsam, das Spiel. Piccolo. Gut, dann machen wir jetzt noch einen Multisummon. Der lief ja gerade so gut. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. So, mal sehen. Vielleicht kriegen wir eine neue Animation. Kein Shenlong. 1, 2, 3. Okay, der Sound. 4. Ist ein bisschen verzögert. 5 Schiffe. Allgemein ist es gerade... Oh, Rainbow. Nein, verdammt. Ist allgemein gerade ein bisschen irgendwie... Ja, kannst du noch langsamer machen? Jetzt mal ohne Scheiß, der ist so langsam, Leute. Vielleicht ist er in der Aufnahme dann wieder schneller. Kann sein, dass es mir so vorkommt. War ja damals bei meinem anderen Aufnahmeprogramm auch so. So, der erste ist... Oh, direkt ein SSR? Ich erkenne es nicht. Ich glaube, das ist der dieser böse Bu. Ja, es ist der böse Bu. Gut, der hat ja einen Rebirth bekommen. Ich weiß nicht genau, was das konnte. Ich nehme an, All-Type Attack plus 40 ab oder so. Ginyu wieder. Gut, dass ich irgendwie Legendary Rare Ginyu haben werde. Komm schon, noch einer. Nein, das ist Nabba. Nabba, Nabba, Nappa. Da wird doch noch was drin sein, oder? Roshi. Den habe ich voll oft gesammelt. Ich hasse den. Tenshin Hang. Ich warte wieder auf dieses Scouter-Explodieren-Geräusch. Ich feiere das. Ah, gut. Cell. STR-Cell. Eigentlich ziemlich nice Art, finde ich sogar. Oh, 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 da ist es doch da. Ist das dieser Metacooler? Das ist der Metacooler. Die Animation ist so scheiße langsam. Das kann man mir nicht erzählen. Da ist gerade schon wieder irgendwas überlastet, wahrscheinlich in meinem Handy oder PC, was auch immer. So, Metacooler. Auch ein Rebirth. Haben schon mal ziemlich viele Rebirth-Karten. No, lol, instant noch einer. Oh, das ist der Super Saiyan Goku. Der hat ein richtig geiles Rebirth bekommen. Alter, den feiere ich ja hart, den Typen. Ist schon nice. Vor allem zwei hintereinander direkt. Und wieder Tenshin Hang, okay. Haben wir doch gerade schon bekommen. Vor den beiden. Und Bojack, der hat ein Dokkan Awakening. Da hat er dann UR. Ich glaube, das waren schon alle, oder? Ja, das waren alle. Drei SSRs. Ich kann nicht klagen, ganz ehrlich. Ich darf nicht klagen. Drei SSRs. Leider kein INT Gohan dabei. Was soll man machen? Und naja, jetzt zum Ende des Videos würde ich mal sagen. Ich weiß nicht groß, was man damit machen kann. Aber für die es interessiert, ich verlos diesen Account. Hier, für irgendwelche japanische Starter. Ist jetzt nicht das krasseste, aber wer ihn haben will, ich verschenke den dann von mir aus auch einfach. Hier, Vegeta haben wir. Kurz mal locken alle. Wir haben den physischen Vegeta. Wir haben Majub. Haben beide ein Dokkan Awakening. Wir haben Cooler, von dem ich nicht weiß, ob er ein Dokkan Awakening hat, da ich die Karte so selten sehe. Wir haben Goku, der ein ziemlich gutes Dokkan Awakening hat. Ich feiere das Dokkan Awakening von ihm, glaube ich, am meisten von allen. Wir haben den bösen Buu, der auch ein Dokkan Awakening hat. Und wir haben Cooler, der auch ein recht gutes Dokkan Awakening hat. Das heißt, alle Karten, die wir haben, sind awakebar. Dann noch diesen komischen Standard-Goku hier. Ja, genau den. Ja, den. Und dann Kaioshin zum Super-Attack-Level. Was ist denn los, Alter? Jedenfalls, falls ihr den haben wollt, könnt ihr einfach mal sagen. Ist jetzt nicht der beste Account. Ich lösche den sonst einfach. Wir sehen uns beim nächsten Summoning-Video wieder. Beim nächsten... Nein, ich habe ja noch ganz viele auf der Platte, verdammt. Beim nächsten Video wieder allgemein. Bis dahin, Tschernobylchen. Dankeschön. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Lasst doch ein Like oder ein Abo da. So, das wollte ich sagen. Danke. Ciao.